Sicherlich hast du schon einmal davon gehört, dass Menschen wahre Wunder beobachtet haben. Vor allem Statuen von Heiligen sind in dieser Hinsicht zu nennen. Sie sollen sich bewegen, Geräusche und unerklärliche Gerüche von sich geben oder fangen sogar spontan an zu bluten. Es liegt in der Natur des Menschen, auf der einen Seite solchen Phänomenen skeptisch gegenüberzustehen, auf der anderen Seite aber den starken Wunsch zu verspüren, an solche Wunder zu glauben. Dennoch wünscht sich ein jeder Beweise für den Einfluss von übernatürlichen Faktoren. In unserem Video haben wir für dich einige Dinge zusammengefasst, welche solche Beweise darstellen könnten. Denn es gibt einige Videos, welche das Unmögliche festgehalten haben. Statuen, die sich vor unseren Augen bewegen. Dabei handelt es sich um heilige Figuren aus den verschiedenen Religionen, aber auch um Statuen, welche keinerlei Verbindung zu Gott und Religion aufweisen. Ist es damit bereits ausgeschlossen, dass es sich um ein Wunder handelt? Wurden wir ganz gezielt manipuliert? Sind diese Videos Realität oder gelungene Fälschungen? Am liebsten bildest du dir selbst eine Meinung. Lasst uns loslegen! Maria öffnet ihre Augen. In diesem Video sehen wir eine Statue der heiligen Jungfrau Maria. Wenn du genau hinsiehst, kannst du erkennen, wie sie ihre Augen öffnet. Langsam aber sicher schlagen die Augenlider ganz nach oben, ganz als wäre Maria aus einem langen Schlaf erwacht. Anschließend klappen ihre Augen wieder ganz zu. Ganz offensichtlich hat ihr nicht gefallen, was sie in diesem Moment gesehen hat. Wollte Gott uns mit diesem Wunder etwas sagen? Oder stecken doch ganz andere Dinge hinter dieser Aufnahme? Wenn wir uns das Video nüchtern betrachten, können wir feststellen, dass die Aufnahmequalität nicht besonders gut ist. Auch Farben sind mangelhaft und sehr dunkel. In Summe wäre es ein leichtes, ein solches Video dermaßen zu bearbeiten, dass eine Statue plötzlich die Augen öffnet. Doch Beweise hierzu gibt es freilich keine. Berücksichtigt man, dass dieses Video bereits 2008 hochgeladen wurde, zu einer Zeit, wo vermutlich nur professionelle Videobearbeitungsprogramme zu einer solchen Leistung in der Lage waren, spricht doch alles für ein echtes Video. Jesus-Statue bewegt sich. Verlassen wir nun Maria und besuchen ihren Sohn Jesus. Denn auch Statuen von dem Sohn Gottes sollen sich von Zeit zu Zeit bewegen. In dieser Aufnahme sehen wir eine besonders detailliert ausgearbeitete Szene, welche Jesus mit geschlossenen Augen darstellt. Doch plötzlich sind seine Augen weit geöffnet. Es wirkt ganz so, als würde er seine Augen erschrocken aufreißen. Auch sein Mund ist nun etwas weiter geöffnet. Auch in diesem Fall stellt sich natürlich die Frage nach der Echtheit dieser Aufnahme. Wurde sie nachträglich bearbeitet? Wurde die Statue selbst manipuliert? Oder wurde hier tatsächlich ein übernatürliches Phänomen auf Kamera festgehalten? Leider ist erneut die Kameraführung alles andere als gut und zeichnet sich vor allem durch starkes Wackeln aus. Auf diese Weise lassen sich kleine Manipulationen und gezielte Schnitte in einem Video einfach vertuschen. Sich drehende ägyptische Statue. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun einer ägyptischen Statuette zu. Diese kleine Statue wird im British Museum in London in einer verschlossenen Vitrine aufbewahrt. Die Überwachungskameras haben auf Video festgehalten, wie sich diese Statue schrittweise und immer schneller und weiter dreht. Nie war eine Person in die Drehungen involviert. Schnell wurden zahlreiche Theorien aufgestellt, wie es zu diesem Phänomen kommen konnte. Die Statue könnte aus einem Material geschaffen sein, welches auf das Magnetfeld der Erde reagiert. Die Statue bewegt sich nur, wenn das Licht an ist, daher muss ein Zusammenhang zur Lichteinstrahlung bestehen. Es gibt außerdem Gerüchte von Außerirdischen im alten Ägypten, daher ist es naheliegend, dass es sich bei ihnen um ein älteres ihrer Artefakte handeln müsste. Die tatsächliche Erklärung ist allerdings etwas weniger spektakulär. Denn die Bewegungen der Statue fielen stets in Zeiträume, in welchen das Museum stark frequentiert war. Erschütterungen, welche durch die Besucher ausgelöst wurden, sorgten dafür, dass sich die Statue bewegte. Einfach, unspektakulär, aber dennoch ist diese Erklärung auf ihre eigene Art und Weise befriedigend. Sich bewegende Buddha-Statue. Deutlich schwieriger ist es, eine Erklärung für das folgende Phänomen festzuhalten. 2011 wurden in Phung Chian Service Center in Kuala Lumpur, Malaysia, zahlreiche Statuen von Buddha beobachtet, welche unerklärliche Dinge machten. Wie auf diesem Video zu sehen ist, strahlten einige von ihnen äußerst helle Lichter aus. Außerdem haben sich die Lippen der Statuen bewegt, als würde Buddha leise flüstern. Einige Personen haben auch von unerklärlichen Lauten berichtet. Eine Statue soll sogar etwas in der Luft geschwebt sein, aber das wurde nicht auf dem Video festgehalten. In Summe sollen die unerklärlichen Ereignisse über den Zeitraum von einer Stunde angedauert haben. Einige Personen sagten, sie hätten davon nichts mitbekommen, aber auf den Videos waren die leuchtenden Lichter ganz klar zu sehen.
Andere hingegen behaupteten, vor Ort Zeuge zahlreicher Bewegungen gewesen zu sein. Auf ihren Videos waren diese jedoch nicht zu sehen. Experten gehen davon aus, dass es sich um eine Art der Massenhalluzination gehandelt haben könnte, haben allerdings keine Erklärung für die aufgenommenen Videos. Bis heute konnte keine zufriedenstellende Interpretation der Ereignisse getroffen werden. Sai Baba. Bewegen wir uns weiter und gehen von Malaysia nach Indien, konkreter nach Chennai. Hier wurde in einem Tempel eine Aufnahme der Statue von Sai Baba gemacht, als diese sich bewegt hat. Sai Baba war ein berühmter Yogi aus dem 19. Jahrhundert, welcher versuchte, Hindus und Muslime zu vereinen. Er wird als ein Avatar göttlicher Wesen verehrt und soll zu seiner Lebenszeit zahlreiche Wunder vollbracht haben. Seine große Beliebtheit ist aber auch auf sein charismatisches Auftreten zurückzuführen. Daher ist es wenig verwunderlich, wenn eine Bewegung von einer Statue sofort als heiliges Zeichen interpretiert wird. Im Video ist klar sichtbar, wie sich etwas bewegt. Dabei handelt es sich allerdings um keinen unmittelbaren Bestandteil der Statue, sondern um ein schalartiges Kleidungsstück, welches Sai Babas Statue um den Hals gelegt hatte. Diese rutscht langsam, aber unaufhaltsam nach unten, bis es schließlich zu Boden fällt. Eine Erklärung hierfür gibt es nicht, doch wir finden, ein echtes Wunder hätte wohl etwas anders ausgesehen. Schneewittchen blinzelt. Betrachten wir nun eine etwas andere Statue. Es handelt sich nämlich hierbei um keine Darstellung von heiligen Personen, sondern ganz einfach um Schneewittchen, also eine fiktive Figur. In dieser Aufnahme ist ganz klar zu sehen, wie die Puppe von Schneewittchen mit ihren Augen blinzelt. Die Qualität der Aufnahme ist überraschend klar und gut. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, möchten wir eine Manipulation des Videos also ausschließen. Bei dem Video wird davon gesprochen, dass es sich um die Aufnahme eines Geistes handeln müsse, welcher von der Puppe Besitz ergriffen hat. Wir wollen diese Meinung allerdings nicht teilen. Schließlich ist es nicht immer eine Seltenheit, auf Puppen mit beweglichen Augenlidern zu treffen. Zugegebenermaßen kennen wir uns in diesem Bereich nicht ausgezeichnet aus, halten es jedoch für realistisch, dass sich solche Augenlider auch ferngesteuert bewegen lassen. Damit könnte dieses Video wohl relativ einfach als Fake entlarvt werden. Hast du eine andere Meinung oder kennst dich besser mit solchen Puppen aus? Dann gib uns doch bitte Bescheid. Das Phänomen der sich bewegenden Statuen. Kehren wir also lieber zurück zu den Statuen von Heiligen. Schließlich ist hier höchste Wahrscheinlichkeit zu erwarten, auf echte Wunder zu stoßen. In Irland sollen sich 1985 über weite Teile des Landes verteilt unterschiedlichste Statuen von Heiligen bewegt haben. Der Ausgangspunkt dieses Phänomens lag in Ballinspittle, einem kleinen Dorf im Süden des Landes. Hier wurde berichtet, dass sich die Statue der heiligen Jungfrau Maria, welche entlang einer Straße aufgestellt ist, plötzlich bewegt hatte. Innerhalb kürzester Zeit wurden ähnliche Phänomene von über 30 verschiedenen Orten in ganz Irland gemeldet. Sowohl die Kirche als auch die Experten blieben jedoch skeptisch. Untersuchungen zahlreicher Schauplätze hatten gezeigt, dass die wahrscheinlichste Erklärung in optischen Täuschungen zu finden ist. Diese wurden immer durch Dämmerlicht ausgelöst. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ganz bewusst koordiniert erfundene Berichte über Wunder gemeldet wurden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Dass dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt war, zeigt die Tatsache, dass für einige Jahre ein regelrechter Kult rund um die sich bewegenden Heiligenstatuen von Irland existiert hatte. Jesus bewegt die Augen. Betrachten wir nun die Aufnahme einer weiteren Jesus-Statue. In dieser wird gezeigt, wie ein gekreuzigter Jesus seine Augen öffnet und schließt, ganz ähnlich der zu Beginn gezeigten Marienstatue. Gläubige sehen darin die Anteilnahme Jesus und dass er sich ihren Gebeten anschließt. Leider ist auch in diesem Fall die Videoqualität etwas bescheiden. Wenn wir das Video genauer betrachten, wird sichtbar, dass die Augen äußerst unnatürlich aussehen. Vor allem die dunkle Färbung vermittelt stark das Gefühl, dass hier das Video bearbeitet worden sein könnte. Ohne es genauer zu wissen, gehen wir davon aus, dass die Statue ursprünglich mit geschlossenen Augen dargestellt wurde. Denn dies ist die übliche Darstellungsweise von einem gekreuzigten Jesus. Die dunklen, geöffneten und unnatürlich wirkenden Augen wären also eingefügte Manipulation. Gerne würden wir an ein Wunder glauben, aber in diesem Fall sind wir allerdings nicht davon überzeugt, lassen uns aber gerne eines Besseren belehren. Wir haben dir nun 8 Fälle von Statuen gezeigt, welche sich plötzlich bewegt haben. In den meisten der Situationen waren die Statuen von heiligen und verehrten Personen involviert. Die 2 Fälle, wo dies nicht zutrifft, konnten als Fälschung aufgeklärt bzw. auf natürliche Ursachen im Falle der ägyptischen Statue zurückgeführt werden. In den übrigen Fällen darf man zwar teilweise äußerst skeptisch bleiben, häufig zeigt sich jedoch, dass keine einfachen Erklärungen möglich sind. Eine Manipulation der Videos ist häufig auszuschließen. Es liegt nahe, tatsächlich übernatürliche Ursachen für diese Phänomene anzunehmen. Wie lautet also deine Meinung?
Glaubst du, dass wir hier erfolgreich an der Nase herumgeführt wurden und auf Fälschungen hereingefallen sind? Oder bist du überzeugt, dass es höhere Mächte gibt, welche auf diese Weise mit uns kommunizieren möchten? Egal woran du glaubst, wir freuen uns über deine Meinung in den Kommentaren. Besonderes Interesse haben wir auch an deinen persönlichen Erlebnisberichten. Hast du selbst ein solches Wunder miterleben dürfen? Lass uns doch bitte daran teilhaben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Klick hier auf eins der Bildchen und schau dir ein weiteres spannendes Video an. Wenn dir das Video gefallen hat, klick außerdem auf einen Daumen nach oben und auf Abonnieren, damit du nie wieder neue Videos verpasst.